Ja, so, wir haben ein neues Auto, an dem wir dran rumbasteln dürfen auf jeden Fall. Audi S8 Plus. Wunderschön, finde ich zumindest. Auch jetzt, wie er so da steht, mit dem Spiegel nach oben, ist ein kleiner Kampfhund. Der, aber da kommen wir schon zum ersten Problem, sehr leise bellt. Dann haben wir schon mal das Problem. Da gucken wir, was wir machen. Ja, eigentlich das Auto für mich so gut wie fertig, zumindest in dem Look mit dem schwarzen Paket und so. Gute. Und ja, das Einzige, was wir jetzt noch gemacht haben, das heißt, das Audi-Zeichen vorne war noch chrom, hinten das war noch chrom und die zwei S8-Logos haben wir weggemacht. Finde ich auf jeden Fall viel besser. Ja, was haben wir noch? Spurverbreiterung haben wir noch drauf gemacht, vorne wie hinten, weil original sieht das wirklich nicht gut aus. Was haben wir noch gemacht? Achso, Active Valve Control für die Klappen haben wir eingebaut, was das schon ein bisschen verbessert mit dem Auspuff, aber für so einen Wagen, ich finde es zu leise, Benni, gibt mir bestimmt recht. Richtig. Man hört es, aber es ist zum AMG zum Beispiel kein Vergleich, null, nada. Da gehen wir dann noch näher drauf ein. Ja, tiefer gelegt hast du noch. Ach genau, übers VCDS tiefer gelegt haben wir noch. Stimmt, übers VCDS diesmal. Haben wir selbst probiert. Hat auch gut funktioniert soweit. Wer dazu einen anderen haben will, finden wir aber auch im Internet. Aber wenn wir sie drehen sollen, meldet euch, schreibt irgendwas. Können wir gerne mal machen. Ja, ansonsten wunderschönes Auto. Wird es noch ein paar Videos von geben, Zeiten messen, dies, das, bla. Vielleicht passiert noch was im Felgen, wissen wir alles noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Ja, das war's erstmal. Bis demnächst. Ciao. So, wir haben ja schon erwähnt, was wir alles verfeinert haben, nennen wir es mal. Also eigentlich ist das Auto ja top, so wie es original ist. So Sachen wie hier, Rückleuchten sind schon ein bisschen schicker als sonst, ja noch dunkler. Bräuchte ich sie jetzt nicht. Jo. Wie gesagt, mit dem ganzen Black-Paket, das finde ich auf jeden Fall geiler. Wer auf dieses Chrom steht und so weiter, ist dann wahrscheinlich eher mein Vater und so weiter. Und ja, also haben wir einfach so die Feinheiten. Die Endrohre haben wir nochmal schön schwarz gemacht, dann einfach auch die Spurverbreiterung. Ja? Also mein Vater zum Beispiel, was ein Schwachsinn, warum macht ihr sowas? Ja, das sind einfach so die Feinheiten und schon steht das Auto einfach satter da. Ne? Hinten sind 20er, was weiß ich, ob wir es schon gesagt haben, vorne 10er. Ja, dann tiefer gelegt haben wir ein bisschen. Auch nur dezent, ja, einfach, das sind vielleicht 20 mm oder was, ne? Da steht er einfach schon, das wird jetzt auf dem Video wieder so rüberkommen, aber einfach schon satter da. Embleme, auch so ein Thema. Also es war ja alles schwarz, aber das war noch chrom, hier war noch das S8-Emblem und so. Das sieht in schwarz einfach für uns zumindest tausendmal besser aus, ja. Das sind dann einfach so die Feinheiten, viele sagen, das ist Schwachsinn, aber es kostet eigentlich nicht viel Geld. Und im Gesamtpaket, das merkt man vielleicht nicht auf den ersten Blick, sieht das Auto aber einfach stimmiger aus. Ja, das war's. Das ist das neue Spielzeug sozusagen und da wird noch mehr kommen. Macht's gut, ciao. Ciao. Said they told me not to love you, but I